Seit den 70er Jahren wissen wir, dass es neben Schritt, Trab und Galopp auch noch was anderes gibt. Vor allen Dingen natürlich den Tölt. Und da haben wir jetzt Tölter aus Südamerika hier. Paso Finos, Paso Peruanos und einen Paso Iberoamericano. Herzlich willkommen. So, und um das jetzt mal zu klären, es ist Sonntag, jetzt wird es langsam Zeit. Der Paso Peruano, das ist der Dunkle. Das ist die Studio Galactica. Paso Iberoamericano, das ist der Schimmel. So. Und das andere alles sind Paso Finos. Dann haben wir das jetzt mal geklärt und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Das Interessante ist ja, was man wissen muss, dass es in Amerika, bevor es entdeckt wurde, keine Pferde gab. Die Pferde, auch diese Pferderassen, die wir hier sehen, sind alle entstanden aus den Pferderassen, die die Eroberer mit nach Amerika brachten, wurden dann entsprechend weitergezüchtet. Der Schimmel zum Beispiel, das ist also eine Kreuzung zwischen einem spanischen Pferd, also einem iberischen Pferd, und einem dieser Pasos, also dieser leichtblütigen Tölte. Daneben haben wir dann den Paso Peruano, die Stute Galactica. Sie diente vor allen Dingen eben nach der Eroberung Amerikas dazu, in Peru, diese gebirgige Gegend, trittsicher zu absolvieren, seinem Reiter eine Sicherheit zu geben und natürlich auch bequem, und das ist der ganze Sinn des Töltes überhaupt, viele Stunden auf dem Rücken des Pferdes zu bringen zu können. Und gucken wir uns jetzt die Paso Finos an, die da in Sechserreihe aufmarschiert sind. Das sind Pasos ganz besonderer Art. Die haben nämlich, wie der Name schon sagt, einen ganz feinen Tritt, einen ganz feinen Tölt. Eine spritzige Gangart, die mal kurz Paso Corto oder bis hin zum ganz schnellen Tempo auch Paso Largo gesteigert werden kann. Aber alle haben eines gemeinsam, sie kommen aus Südamerika und man sitzt unwahrscheinlich bequem im Tölt. Paso Iberoamericano, Paso Peruano und Paso Fino. Das haben wir jetzt kennengelernt.